Guten Tag. Hier ein wirklich sehr beliebtes Fahrzeug. Schon ein Oldtimer. Mittlerweile schon seit 2 Jahren. Auf Basis ist jetzt 32 geworden. Wir sehen hier in der beliebtesten deutschen Farbe, schwarz, einen 1983er Porsche 911 SC Cabriolet. Erste Besonderheit grundsätzlich ist, das war das erste Cabrio von Porsche nach dem 356er. Auch interessant, das Fahrzeug wurde mit dem Motor nur ein Jahr gebaut, der hat noch den 3 Liter drin. Wie man sieht, Fuchsfelgen, passend in schwarz. Sehr schöner Gesamtzustand. Ein Florida-Fahrzeug für einen unserer Kunden, wohnhaft in Bayern, aber eigentlich aus Hessen. In der Rundumsicht ist etwas sonnig. Wir sind am späten Nachmittag hier in Florida. Immer noch gute 20 Grad. Für spätere. Wir sind hier Mitte Januar. Ja, kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Ein schönes kleines Cabrio. Wenn wir uns jetzt nach innen bewegen, das Fahrzeug noch kurz gewaschen. Ja, der hat Kickerboxen noch zusätzlich drin und das Fahrzeug hat ein Blaupunktradio, Lederschwarz mit Rot. Alles im Allen sehr schön gepflegt. Der elektrische Fensterheber. Hier ein Blick aufs Cockpit. 97.000 Meilen. Das Fahrzeug ist unfallfrei und kommt mit vielen Unterlagen, Handbüchern, Servicebelegen. Wie erwähnt, aus Florida und wurde erfolgreich vorinspiziert. Hat auch noch eine neue Scheibe erhalten. Hinten noch ein kurzer Blick auf die geräumige Rücksitzbank. Schlüssigerweise ein Handschalter. Hier haben wir noch einen kurzen Blick auf das Herz des Ganzen. Hier haben wir den erwähnten 3 Liter Motor. Ein Stickern. Sehr original. Das Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde mal in Service gesetzt von Vertex. Das sind gute Freunde von uns in Miami. Wunderschön. Wir, das Team von Schoner Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Käufer, allzeit viel Spaß, viel Vergnügen und gute Fahrt mit Ihrem 83er Porsche 911 SC Cabrio. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner in Fort Lauderdale befinden, bewegen wir den Wagen nun herum zur Laderampe, dort wird er verpackt in den Container. Der Container geht dann nach Miami und von dort geht es dann nach Rotterdam. Von Rotterdam geht es dann zu unserem Kunden, der sich um die Umrüstung kümmert, beziehungsweise wir helfen ihm dabei. Vielen Dank und auf Wiederhören.